Wenn Alkohol ins Blut gelangt, verkleben sich die Erythrozyten. Es bilden sich Gerinnsel in den Gefäßen. Die Blutgerinnsel verstopfen Mikrokapillare. Diese Kapillare quellen auf und platzen. Beim Konsum von 100 Gramm Wodka werden mehrere tausend Gehirnzellen für immer und unwiederbringlich vernichtet. Bei jeder Alkoholfeier sind das Zehntausende von Zellen. Abgestorbene Gehirnzellen werden am nächsten Tag mit dem Urin ausgeschieden. Pass auf dich auf. Wenn Alkohol mit dem Blut in das Herz eindringt, werden die Zellen ihres Herzmuskels zerstört. Im Herzmuskel bilden sich Mikronarben. Der Muskel verliert seine Elastizität und arbeitet an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Das Herz ist nicht mehr in der Lage, die notwendige Blutmenge durchzupumpen. Es wächst mit Fettgewebe über. Deswegen ist das Herz eines Menschen, der Alkohol konsumiert, immer vergrößert. In Arterien und Kapillaren bilden sich Thromben, die den Zugang von Sauerstoff und Nährstoffen zu bestimmten Bereichen des Herzmuskels blockieren. Herzgewebe stirbt ab. Das nennt man Herzinfarkt. Pass auf dich auf. Alkohol zerstört auf aggressive Weise die Schutzschicht der Schleimhaut im Magen-Darm-Trakt. Die Mikroflora wird abgetötet, die Durchblutung gestört, es bilden sich zahlreiche Erosionen in der gesamten Darmschleimhaut. Sie entwickeln sich zu Geschwüren und anschließend zu bösartigen Tumoren. Pass auf dich auf. Unter dem Einfluss von Alkohol verkleben sich die Erythrozyten zu Thromben. Diese Thromben verteilen sich im ganzen Körper und blockieren feine Kapillare. Der Körper dehydriert, Alkoholzersetzungsprodukte vergiften ausnahmslos alle Organe und hinterlassen einen nicht reparablen Schaden in allen Organsystemen. Im Volksmund wird solch ein Zustand verharmlosend als Kater bezeichnet. Aus medizinischer Sicht wird im Organismus eines Menschen beim Alkoholkonsum freiwillig ein Degradationsprozess gestartet, welcher zu beschleunigten Alterung des Körpers führt. Pass auf dich auf! Wenn der Alkohol mit dem Blut in ihre Bauchspeicheldrüse gelangt, verursacht er dort Krämpfe in den Durchflussgängen. Die Enzyme können nicht abfließen und verdauen die Drüse von innen. Die Bauchspeicheldrüse schwillt an und entzündet sich. Als Folge beginnt sie zu verfaulen. Dieses führt letztendlich zu schmerzhaften und tödlichen Erkrankungen, Pankreatitis und Pankreatonekrose. Pass auf dich auf! Alkohol verursacht zwangsläufig Krampfadern in der Speiseröhre. Die Blutgefäße verformen sich allmählich und schwächen sich ab. Sie können jederzeit platzen. In solch einem Fall kommt es zu einer starken inneren Blutung. Das Blut sammelt sich schnell im Magen und es kommt zu einem hämorrhagischen Schock, der eine sofortige medizinische Rettungsmaßnahme erfordert. Pass auf dich auf! Wenn Alkohol in den Magen gelangt, regt er die Produktion von Enzymen an. Die Enzyme zusammen mit dem Alkohol zerstören aggressiv die Schleimhaut und die Wände des Magens. Infolgedessen verdaut sich der Magen selbst. Und der Prozess der Verdauung verwandelt sich in einen Prozess des Verfaulens. Die Folgen sind Gastritis, Geschwüre und Magenkrebs. Pass auf dich auf!
Leber. Jede Dosis Alkohol hat eine zerstörerische Wirkung auf die Leber, die beim Konsum dieses Zellgiftes den Erstschlag abbekommt. Leberzellen sterben ab und werden durch Fett- und Bindegewebe ersetzt. Die Leber verfettet. Es kommt zu einer Hepatose, gefolgt von Leberzirrhose und anschließend kommt es zum Leberkrebs. Pass auf dich auf. Der Alkohol ist eine der schrecklichsten genetischen Waffen, die zurzeit gegen die weiße Rasse eingesetzt wird. Wir, die europäischen Völker, ersaufen in diesem Pöbelgesöff und vernichten somit unsere eigene Zukunft. Du denkst, dass die ganze Menschheit Alkohol konsumiert? Da irrst du dich aber gewaltig. Auf der Welt gibt es 1,6 Milliarden nüchterner Chinesen. Auf der Welt gibt es 1,3 Milliarden nüchterner Inder. Und auf der Welt gibt es 2 Milliarden nüchterner Moslems. Bei diesen drei Gruppen ist die Bevölkerungstendenz wachsend. Nur die Bevölkerung der ethnischen Europäer verringert sich immer schneller. Die meisten Hollywood- und Fernsehproduktionen sind nichts anderes als eine gewaltige Werbemaschinerie, um dich und deine Kinder auf das heimtückische und tödliche Fließband des Drogen- und Alkoholkonsums zu locken. Genau dafür wurde das Märchen über das angeblich deutsche Nationalgetränk Bier erfunden. Die Alkoholmafia ist dem globalen Prädiktor unterstellt und dieser arbeitet auf die Vernichtung der weißen Rasse hin. Dafür wurde die gesamte Politik und die Medizin bestochen und gekauft, um Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich die Menschen selbstständig und vor allen Dingen freiwillig mit dem Zellgift Spiritus langsam vernichten. Gleichzeitig stopfen sich die Kannibalen in den Chefetagen der Pharmaindustrie die Taschen voll mit Geld, indem sie enorme Gewinne aus dem Leid der Menschen schöpfen, die durch den Konsum von Alkohol ihre Gesundheit verloren haben. Merkt ihr Folgendes: Die maximal vertretbare Menge an Alkohol, die bedenkenlos konsumiert werden kann, ist gleich 0.